die Peiler verlassen und befinden uns jetzt vor der großen Schleuse zum Amsterdamer Rienkanal. Und die Schleuse ist gerade aufgegangen, es kommen einige dicke Pötte raus. Und wir sind noch nicht sicher, ob wir jetzt mitkommen oder nicht. Wir haben bisher über Funk noch keine Antwort gekriegt. Und ja, jetzt warten wir mal drauf, dass die Großen reingehen und ob dann weiterhin grün bleibt und wir mitfahren dürfen. Ansonsten haben wir dann noch 46 Kilometer Kanal, bis wir in Amsterdam sind, wo wir heute übernachten werden. Wir stehen hier vor der Schleuse und warten, dass wir endlich rein dürfen. Vor uns das Berufsschiff geht als erstes rein, danach ein kleiner Schlepper und dann sind wir dran. So, wir sind jetzt schon eine Stunde auf dem Amsterdamer Rienkanal unterwegs. Die Schleuse war heftig, wir haben neben einem dicken Berufsschiff gelegen und mussten lange warten. Wir überholen jetzt hier die Sardana, die mit 10 km/h vor sich her fährt und wir ziehen gerade hier rechts vorbei mit 16 km/h. Hier ist gerade sonst nichts weiter los, sodass wir es locker machen können. Jetzt sind wir an der Sardana vorbeigezogen. Laut AIS kommt von vorne jetzt lange nichts und jetzt versuchen wir mit etwas höherer Geschwindigkeit an dem Schubverband vorbeizukommen. Peter ist schon parallel. Peter, gib Gummi! Der Überholvorgang hat wunderbar geklappt. Jetzt haben wir Amsterdam erreicht. Hier sind die Landungsbrücken für die Schiffe, für die großen Schiffe, für die Kreuzfahrtschiffe. Leider ist keins da, es sind leider nur kleine Flussschiffe da, Flusskreuzfahrten. Vielleicht ist ja heute Abend, dass heute Abend eins reinkommt. Wir werden sehen. Vor uns noch ein Schlepper. Und da drüben ist dann auch schon der Bahnhof von Amsterdam. Und mein Skipper muss sich jetzt verdammt konzentrieren, um in die Marina Amsterdam reinzukommen gleich. Einige Fähren kreuzen uns. Kleine nette Cafés am Rande. Jetzt passieren wir den Sixthafen. Das ist ein alter, schöner Hafen gegenüber von Amsterdam. Und man kann super mit der Fähre direkt rüberfahren. Die hält dann am Bahnhof und man ist mitten im Geschehen. Im Sixthafen waren wir schon sehr oft gewesen mit unserem vorhergehenden Boot und hatten auch viel Spaß da drin. Der Bahnhof ist hinter uns. Der Rave Runner auch. Den Schubverband haben wir jetzt parallel überholt und fahren Richtung Marina Amsterdam. Auch in Amsterdam wurde sehr viel gebaut in den letzten Jahren. Man sieht da hinten auch noch viele, viele Baukräne. Wie in allen großen Metropolen. Überall wird gebaut, überall wird Wohnraum geschaffen. Jetzt sind wir knapp vor der Marina. Hier drüben befindet sich auch wieder ein Strand. Ein Bootel direkt an der Marina Amsterdam, wo wir gleich einfahren werden. Da vorne ist die Einfahrt. Und dann werden wir uns ein nettes Plätzchen suchen. Wir freuen uns schon auf Amsterdam. Ich habe auch schon ein Plätzchen gefunden, wo wir uns anlegen können. Ich werde das jetzt mal meinem Captain sagen.
der Marina Amsterdam und gehen jetzt zum Essen. Auf den gemeinsamen Abend, genau. Ja, wir sind jetzt hier in der Marina Amsterdam. Und jetzt gibt es das Essen. Wir haben schon mal die Vorspeise bekommen und warten dann gespannt aufs Hauptgericht. Jetzt haben wir heute Abend so lecker hier gegessen. War wirklich toll. Dann noch einen leckeren Cocktail. Limoncello Tonic, genau. Der Jürgen bleibt natürlich wie immer. Bei alkoholfreiem Bier. Unser Skipper. Schade. Ja, dass es für dich kein Alkohol gab hier. Kein Pina Colada. Tja, man kann ja nicht alles haben, ne? C'est la vie, so ist das Leben. Groß gemeint. Der Abend war wunderschön. Wir haben hier toll gegessen in der Marina Amsterdam und sind jetzt auf dem Weg wieder zu unserem Boot. Bei herrlichem Sonnenschein. Und wie war es heute Abend? Ja, lecker gegessen. Super Atmosphäre. Immer wieder schön hier. Also es war wirklich gut, qualitativ auch gut. Wir sind ja morgen wahrscheinlich auf einem Rastplatz und grillen dann wieder selber. Aber für den letzten Tag im Hafenrestaurant, glaube ich, war das sehr gut, hat uns allen sehr gut gefallen. Guter Abschluss, sehr lecker. Schöner Abschluss, genau, wie Jürgen sagt. Wunderschöne Abendstimmung im Hafen. Die Boote liegen da, ganz toll. Hier liegt so ein dickes Ding. Oh, ist das herrlich hier. Die Boote liegen jetzt ganz toll. Die Marina Amsterdam ist ein Top-Anlaufpunkt, natürlich auch die teuerste Marina auf unserer Reise, aber man kann hier hervorragend essen, sie ist stylisch angelegt, die sanitären Anlagen sind spitzenmäßig, wir liegen hier wunderbar am Hafen und können schön auch der Schifffahrt zuschauen. Man kriegt auch einen Blick auf Amsterdam, auf den Bahnhof. Das ist abends auch sehr schön beleuchtet. Eine tolle Marina, wo wir jederzeit wieder hinfahren würden. Träumen denk nicht rein raus. Deine Heimat ist das Meer. Deine Träume sind die Ferne. Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Mein Schatzi bereitet sich vor für das tolle Bild heute Abend. Gibt es viel auf der Welt. Aber dich, dich gibt's nur einmal für mich. Schöner Sonnenuntergang. Der Fotograf steht schon bereit, in der Hoffnung, dass er ein wunderschönes Bild macht. Eine kleine Schalupe fährt mal wieder vorbei.